Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wins and Fails. Heute leider schon wieder das New Hillcrest Championat, liegt einfach daran, dass ich später im Stall bin und ich erst aus dem Stall wieder zurück bin, wenn die Champis schon alle durch sind. Deswegen ist das hier heute meine einzige Chance und Möglichkeit, verschlucke ich mir hier noch beim Sprechen. Oh mein Gott. Ja, sie hat heute ein bisschen anderes Outfit drauf. Sie hat jetzt die Schleife drauf, die gestern im Kalender war. Hat jetzt eine andere Schabracke drauf, beziehungsweise so ein kleines Pad und weiße Bandagen, dass es einfach besser passt. Meine Werte, wie gestern auch, 44 auf Reiten, 24 auf Pflege, 39 auf Befehl und 26 auf Springen. Seffis Werte sind etwas anders. Wir haben, ich glaube, etwas weniger auf Stärke oder auf Disziplin. Eins von beiden. Wir haben auf jeden Fall 2 Punkte mehr auf Agilität. Und zwar haben wir 28 auf Stärke, 22 auf Disziplin, 28 auf Geschwindigkeit, 17 auf Ausdauer und 24 auf Agilität. Ja, wie das Ganze jetzt läuft, ob das heute mit dem Set genauso gut funktioniert wie mit dem anderen, das werde ich gleich mal testen. Ich dachte mir aber, in New Hillcrest muss man teilweise doch ganz schön eng rum und vielleicht bringt mir da die Agilität nochmal einen ganz kleinen Ticken mehr. Ich bin mal gespannt, ich werde es einfach mal austesten. Ja, und dann würde ich sagen, hauen wir mal rein und legen los. So, dann wollen wir doch mal loslegen. Mal schauen, ob ich an die Leistung von gestern anknüpfen kann. Oder ob mir der Druck zu groß ist. Ja, schauen wir mal. Ich bin mal gespannt. Hier muss ich nochmal rum, dann kann man hier rum. Das war das, was ich gestern meinte. Heute bin ich es geritten, aber ich weiß nicht, ob mir das jetzt wirklich so viel gebracht hat. Da sind auf jeden Fall andere eben an mir vorbeigezischt, hier mit dem Shire, wollte ich schon sagen, mit dem Friesen und mit dem Mustang. Mal schauen. Ich hoffe, dass ich heute wieder nicht von den Bienen erwischt werde. Gut, im Endeffekt gibt es da nicht viel zu hoffen. Das ist im Endeffekt, entweder ich krieg's hin oder ich versau's und dann ist es eigentlich eine Doofheit. Und ich habe es wieder hinbekommen. Dafür bin ich hier hängen geblieben. Verflixt. Verflixt. Ansonsten komme ich aber gerade sehr gut durch. Oh Gott. Nicht zu früh freuen. Konzentriert weiterreiten. Hier kann noch einiges passieren auf den Metern hier oben durch New Hillcrest durch. Leute, ich weiß, es klingt total albern. Ich bin eine erwachsene Frau und es ist nur ein Computerspiel und es ist völlig egal eigentlich, was ich hier mache. Aber trotzdem schlägt mir gerade das Herz bis zum Hals. Dass man sich wegen sowas so verrückt machen kann, ne? Das ist so dumm. Aber ich bin da halt immer wirklich mit ganzem Herzen dabei. Oha. Da bin ich gerade noch doof geritten. Oha. 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 Und wir schaffen's. Wir können nicht nur anknüpfen an die Leistung, wir können sie nochmal verbessern. Lalalala. Heute hat es sogar für Platz 1 gereicht. Mega cool. Ja, ich bin happy. Ich weiß nicht, ob das am Anfang wirklich was bringt. Ich glaube, es ist eine kleine Abkürzung, aber nichts Großes. Ja, die zweite Abkürzung wieder nicht geritten, weil ich es mich einfach nicht traue. Aber ja, hätte ich es gemacht, dann wäre ich wahrscheinlich nicht Erste geworden, weil ich es verkackt hätte. Awesome! Ich freue mich. Ich freue mich echt. Ich freue mich richtig. Ja, ich habe einen neuen Liebling für Champis. Naja, Mitliebling. Das Connemara ist nicht das einzige Pferd, was ich gerne reite in Champis. Da gibt es auch noch andere. Ich werde ja so oft nach meinen Favoriten gefragt. Also für die Champis sind es auf jeden Fall Connemara, Isländer, Fjordpferd, Quarter bzw. Paint und Morgenhorse. Die reite ich persönlich in Championaten definitiv am liebsten. Da hat aber jeder immer so seine anderen Vorstellungen und Ansichten noch. Viele sagen auch, sie reiten das EVB total gerne. Manche reiten das Shire gerne. Manche reiten den Friesen bzw. das friesische Sportpferd gerne. Das sind jetzt nicht meine. Muss ich sagen. Aber ja. So, wer war denn alles dabei? Alessia Flowerluck, Amelie Westford, Isabella Highcage, Paulina Applewatcher, Mira Longbart, Nina Northstep, Nadine Masterstone, Lila Potato Child, Marlene Monster Knight,
Constanza Swordhand, Kaylee Purple Star, Petra Sweetnose, Lina Birchgren, Grace Swordgrove. Oh, sorry, das war mein Handy. Mein Papa holt mich nämlich gleich zum Reiten ab. Alice Orange Hope, Michelle Rainhouse und ganz besonders herzliche Glückwünsche noch an Platz 3, die Albertina Zebrafoot und an Platz 2, die Veronica Riverport. Ja, mega cool. Ich freue mich. Ich bin richtig happy. Vielleicht liegt es auch an meinem Glücksbringer-Füchschen. Nein, also die Füchse haben damit ja gar nichts zu tun. Danke hier an dieser Stelle für die Glückwünsche. Ich zeige euch jetzt noch kurz die Schleife des ersten Platzes an der kleinen Maus. Und ja, dann würde ich sagen, bis morgen. Tschüss.